herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Ich mache mein Auto schöner. Wir fangen an mit der Heckscheibe. Das Wichtige bei einer Heckscheibe, sagen wir bei einer Heckscheibenverschönerung, ist es, den richtigen Aufkleber zu finden. Wir haben hierfür keine Kosten und keine Mühen gescheut und einen Heckscheibenaufkleber von der Firma Übergas, Marktführer in Sachen Heckscheibenaufkleber, besorgt. Als allererstes muss das Auto gewaschen werden. Eins der großen Irrtümer der Automobilgeschichte. Die Leute denken immer, zu einer wunderschönen Heckscheibe gehört auch ein wunderschönes Auto. Es ist egal, was für ein Auto ihr fahrt. Es ist wichtig, was für ein Aufkleber drauf ist. Wir haben hier den richtigen und es geht los. Luminet, füllen das Fernsehprogramm. Wie schön, dass ihr euch alle kennt. AK47, wir fahren an. Auch wichtig bei dieser Arbeit ist, nicht einzuschlafen, sich für den Rest des Tages nichts vornehmen. Schon wieder so blödsinnig, ich glaub's euch! Oh Mann, Alter! Mein, so eben nicht! So eben nicht! Wir dürfen nicht entfernt werden. Wir dürfen nicht entfernt werden. Ja, auf einer ganz normalen Heckscheibe ist jetzt die schönste, wohl wertvollste Heckscheibe aller Zeiten geworden. So auch für euch möglich. Bestellt euch diesen Aufkleber. Aber seid vorsichtig bei der Auswahl der Aufkleber. Nicht, dass ihr nachher die Happy oder so hier stehen habt. Kein Disrespect hier. Es geht einfach nur um die Heckscheibe an sich. Okay, sieht das geil aus? Sieht das geil aus? Ja, Mann. Yeah. Also wie habe ich diese neue TV-Show nochmal genannt? Auto machen schöner, verschöner dein Auto, mach dein Auto schöner. Lass es doch so wie es ist, schön bist du schön genug. Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich die TV-Show überhaupt genannt habe. Wir müssen mal mit dem Produzenten reden, vielleicht müssen wir das ändern nochmal. Schönes Auto vielleicht einfach nur. Das Auto ist schön, weil das Oh, sorry. Das Auto ist schön. Yeah. Wie auch immer, diese Ausgabe beschäftigte sich mit Heckscheibe. Heckscheibe! Ja, das ist unsere Kultur, wir leben mit Hinsicht. Ja, das ist geil, oder was? Hast du was gegen meine Heckscheibe, oder was? Fick dich, Mann.